Nein, nein. Mach's jetzt nicht da drauf. Freddy, bitte. Okay. Nein. Es ist übel schön. Nein, guck mal, hier, weißt du, was du machen kannst? Du kannst einfach rollen. Hi! Na? Einen wunderschönen guten Tag zu diesem wunderschönen Video. Wir backen heute zusammen wieder was. Sturm zu dem? Waffel. Wir werden heute zusammen wunderschöne UFO-Muffins machen, meine Freunde. Ihr wisst ja, halt den Mund! So ein Feini, Digga. Wir machen heute wunderschöne UFO-Muffins. UFO, eine Zeit, die wir beide geliebt haben wie sonst was. Nee. Freddy ist sehr glücklich geworden, hat damals eine Alkoholsucht entwickelt und hat mit der Hälfte von uns den Kontakt abgebrochen, stimmt's? Nicht mit der Hälfte. Mit allen, außer mir. Einem Fünftel nur. Ah, schade drum. Ich würde sagen, wir schauen mal, was wir heute zaubern. Wir machen Muffins und wir werden diese Muffins jetzt so dekorieren, wie unsere Gesichter vom UFO. Das heißt, wir werden einmal den Hausmeister backen. Ach, wir machen die Gesichter. Wir backen UFOs. 6 Stück? Mit dem Hausmeister noch? Mit dem Hausmeister. Okay. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir brauchen 80 Gramm Butter, Freddy. Ja, ich bin voll bereit. Hab natürlich netterweise... Alter, du hast die reiche Butter, wo sogar eingestempelt ist. Oder? Digga, du bist zu reich. Für diese flaumigen Muffins, wieso flaumige Muffins? Zuerst in einer Schüssel die Eier schaumig schlagen. Den Staubzucker. Kann man damit Eier schaumig schlagen? Ja. Sehr geil. Dann mach mal hier 3 Eggs rein und schlag die mal richtig geil und schaumig. Dann kommt da der Puderzucker dazu. Das sind nämlich Staubzucker, nennen sie das hier. Also was ist denn das? Ja, das ist ein ostdeutsches Rezept. Jojo. 140 Gramm Staubzucker. Auch gerne Anwendung gefunden in diversen Hip-Hop-Videos. Was soll ich sagen, Bruder? Wir brauchen keinen Chili-Schock. Oh, okay. Was ist das denn? Die eigene Gewürz von Ankerkraut. Chili-Schocker. Ich will keinen Durchfall. Ich soll die Butter schon mal in Flocken machen. Sind das Flocken, ja, ne? Ja, ja. So. Oh. Butter, 80 Gramm, 81, let's go, baby! Und dann? Jetzt kommt dazu der flaumige Staubzucker einrieseln lassen. Okay, mit dem Vanillezucker. Warte, dann machen wir den direkt dazu. Vanille. So. Vanille. Den lassen wir jetzt vorsichtig einrieseln. Ah. Das ist so mit Glas beschichtet, ne? So, Butter, 80 Gramm. Mach mal kurz aus den Apparat, bitte. Jetzt müssen wir geschnittene Butter hinzufügen. Schön schaumig schlagen steht da. Komm, machen wir wieder an. Schön schaumig schlagen hier. Jetzt die Milch. Milch. Wie viel Milch brauchen wir? Hast du so ein Milliliter-Gefäß? Ja, da unten. Dann kommt jetzt schon die Milch da rein. Hier rein, einfach während es läuft. Was ist denn mit dem Backpulver? Rein auch einfach. Mach ins Mehl. Meinst du? Ja, ja. Das ist so geil mit diesem Ding. Das erspart uns so einfach viel. Reinmachen schon die Milch, soll ich? Ich hab zu viel Backpulver genommen. Ja, ja, mach mal rein, komm. Und mach mal die Milch jetzt da rein, oder? Ist alles. Sieht aus wie ein guter Teig, oder? Safe. So, lass uns mal rühren, bis alle Klumpen raus sind. Das Ding ist, ich dachte früher immer, Alter, wie krass, die haben Muffins gebacken für den Geburtstag. F***t euch alle, das ist so einfach. Ihr seid solche Versager, ihr seid richtige Versager, wenn ihr Muffins backt. Die kommen jetzt in den Ofen und dann kommen wir eigentlich zum Hauptpart des Videos, weil wir wollen ja dekorieren. Wir sind ja backen, ja, da sind wir schon gut drin, aber beim Dekorieren mit Fondant und Farben und der ganzen Welt, Sallys Zaubertorten-Farbwelt, die wir jetzt hier zur Verfügung haben, werden wir richtig loslegen. Mhm. Ich würde sagen, wir spachteln das zur Hälfte da rein. Alter, du bist so krass, guck mal, wie du das da runterkratzt. Ich finde es krass. Ich find's krass. Jetzt müssen wir es einfach nur noch da reinfüllen und dann kann er schon in den Backofen. Dann müssen wir in 30 Minuten warten. In den 30 Minuten werden wir uns nicht miteinander unterhalten. Und einfach hier so stehen bleiben, nebeneinander. Bisschen unangenehm. Nicht reden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier, komm, wir spacken das jetzt da rein und auf geht's. So, dann würde ich sagen, machen wir den Aal für 40 Minuten in den Backofen. So lange? Und sehen uns gleich wieder. Ja, steht da. Ja, mal gucken, Alter, bis die fertig sind. Und dann geht's da dekorieren. Yay! Wir sind zurück und ich habe gerade schon so einen Muffi gegessen und ich muss ganz ehrlich sagen, riech mal. Lecky, oder? Keine Ahnung. Wir verzieren jetzt die Muffis. Also, ich habe mir überlegt, wir brauchen erstmal natürlich ein Vorbild. Wir fangen an mit dem erfolgreichsten UFO-Member. Ich würde sagen, Leute, wir verzieren jetzt erstmal ein paar Lutenmuffins. Was wir machen, brauchen wir eine kleine Schüssel. So, und jetzt nehmen wir uns einen Löffel. Und meine Idee ist jetzt, dass wir Hautfarbe anmischen. Weißt du? Und wie machst du Hautfarbe? Mit Rot auf jeden Fall ein bisschen. Und einen kleinen Düppen Gelb, würde ich sagen. Rot und Gelb? Ja, mach mal ein ganz kleines bisschen. Nicht zu viel. Ich glaube, es ist gar nicht mehr so viel hier drin. Es ist, um genau zu sein, gar nichts mehr hier drin, ehrlich gesagt. Ah doch. Lügen, Frederik. Das war, glaube ich, zu viel schon, oder? Das ist Hautfarbe, wenn du wütend bist. Ja, der ist ja jetzt Bayern-Fan, ne? Geht ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier... Ja, also nur, ich glaube, eine richtige Hautfarbe hinzubekommen ist sehr schwierig. Nein, aber ist doch gut. Das ist für uns alle, oder? Ich schmier jetzt mal hier ein bisschen Grundlayer auf Paluten, ja? Und dann nehmen wir uns die Dekoschriften und verzieren das damit, so wie das Gesicht sein sollte, oder? Genau. Ey, du bist so klug. Ich glaube, das wird eine coole Nummer hier, Leute. Und dann essen wir das später. Und jetzt wird's Paluten daraus machen, sagst du? Genau. Guck mal, das ist jetzt schon mal sein Face. Sieht schon ein bisschen so aus. Und jetzt ist meine Idee, wir haben noch braune Lebensmittelfarbe, das ist Dekorschrift. Da können wir die Haare mitmachen. Pass auf. Soll ich mal versuchen, die Haare zu formen? Ja, willst du den ganzen Muffin als Dings haben? Ja, ich dachte, du machst dann so das Gesicht so da drauf. Ne? Ja, ja. Was guckt ihr so? Ich finde, das sind gute Haare, ja? Das ist ein Sackhaare. Warte, wir machen erstmal hier den Haaransatz. So, der geht ja. Klar, der geht ein bisschen runter, ja. Alter, das ist gut, oder? Ja, warte, ich mache jetzt mal hier schon ein Auge rein. Ja, warte, mach die mal lieber länglich, die Augen. Nee, die sind richtig so. Guck.
Freddy, nee! Oh nee, Freddy, es hat so gut angefangen! Was hast denn? Du nicht... Es ist doch richtig! Digga, der hat doch keine unterschiedlich großen doch, Augen! Doch, das linke ist immer größer! Guck mal die Videos! Warum denkst du, sitzt der immer schräg, damit er sein großes Auge versteckt? Oh Mann, du bist so ein Penner! Ich bin so müde! Was denn? Das ist doch voll schön! Ist doch geil! Ich mach ihm noch seine Nase, okay? Nein, ist schon fertig, guck! Nein! Das ist schon fertig! Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Freddy, nein! Komm schon! Das ist doch übel geil! Das sieht doch nicht Paluten klar aus! Okay, pass auf, vielleicht können wir die Nase einfach ein bisschen hiermit bepinseln. Ja, mach ich's besser? Nein. Nein, nein, du machst jetzt nicht da drauf, Freddy, ist bitte. Doch okay. Nein. Ist übel schön. Nein, guck mal hier, weißt du, was du machen kannst? Du kannst es einfach rollen und dann nimmst du es hier mit rein und dann färbst du das mit ein. Verstehst du, was ich meine? Hör doch mal. Guck mal, wie toll der aussieht. Das sieht nicht aus. Hallo, Freunde. Also, Digga, so sieht Paluten nicht aus. So sieht Paluten nicht aus. Guck mal das Bild, mach mal kurz daneben, kein Unterschied. Warum ist er auf einmal fucking T-Rex geworden? Was ist das Neues, Alter? Ich mach schon mal meine Nase, okay? Die wäre fertig. So, ja, auf jeden Fall Meisterkonditor, oder? Das ist das Layering. Einfach erstmal eine Blume gemacht. Ich mach mir schon mal meine Augen, ne? Ich weiß ja, wie groß. So, das ist deine Mütze, ja? Findest du es gut? Ich find's bis dato. Ich finde bis dato ganz gut, was ich gemacht habe hier. Alter, mein ganzer Unterkörper ist eingequetscht. So klein bin ich auch nicht. Gib mal bitte einen Zahn. Komm bitte. Warte, einen Zahn. Ich stehe neben dir, ist dir das klar? Du bist in meinem Büro, Alter. Pirat. Einfach ein Pirat, guck mal. Gut, Freddy ist auch fertig. Ja, ich fühle mich auch wohl mit dem. Jetzt kommt Dena. Ich habe nicht mal Pupillen. Jetzt kommt Dena. Ich mach schon mal die Nase, okay? Ja, ja, mach mal Dena Nase. Okay, ich wäre fertig. Was ist das? Denas Nase. Die sind alle gleich. Hast du schon mal festgestellt, dass wir alle die gleichen Nasen haben? Nein, das ist straight up einfach nur beleidigend. Nein, das ist, weil der Wind schnittig ist. Da kann er ein bisschen mehr an. Wir können ja besser Auto fahren, weißt du? Ja, ja. Ja, so, so ist eigentlich perfekt. Felix hat ja nie Haare, wusste ja nur keiner. Ja, Alter, lass doch! Nimm meinen Mund! Krieg meinen Mund! Ich finde Dena super geworden. Machen wir weiter mit Izzy. Hat Izzy nicht blonde Haare? Ja. Ja. Ne? Dann machen wir gelb. Was ist das denn jetzt? Hat er einfach jetzt Haare verwachsen mit seiner Haut? Oder? Ja, ist doch, das ist gut geworden, guck mal. Das stimmt, das ist total gut. Augen? Ja, ich mache ein bisschen näher beisammen. Und jetzt müssen wir noch den Mund, das ist immer so nachdenklich, weißt du? Da kommt gar nichts mehr. Nein, das ist einfach nur noch. Und jetzt komme ich. Soll ich schon mal deine Nase machen? Ja, bitte. Alter, für mich gibt's nicht mehr genug Haut. Das ist okay. Haben meine Hände. Echt. Ja. So, ich mach dir schon mal deine Nase jetzt. Ja, mach mal. Die ist sehr lang, die geht das ganze Gesicht halt. Die ist einfach... Ein bisschen krumm. Lass sie einfach so. Warum ist eines Auge so lang? Ich finde mich super. Ich sehe aus wie eine wütende Oma. So, ich würde sagen, Leute, ich glaube, bei dir und Paluten kann man es am ehesten erkennen. Er hier ist... Willkommen, ich bin your guest. Moritz, komm mal bitte und errat mal, wer hier wer ist. Ja. Freddy? Ja. Kenn ich alle? Ja. Natürlich, es ist UFO. Du? Ja. Hanne? Ja. Nee, hey, das warst du. Ja, das war ich. Das war ich. Warte mal, wie gibt's denn noch? Dena, das ist Dena. Warum ist das Dena? Ah, ich würde sagen, wir sind fertig soweit. Ich würde sagen, wir essen Paluten, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie rum schneiden wir? In der Mitte? Och, oder ja, so? Einmal durch die Nase, komm. Hier. Danke, dass ich den Mund kriege. Cheerio. Prost. Merkst du es aber? Fast als ich damals versucht habe, ein Gesicht mit mir zu essen. Das hat mich ja ausgezogen nach München. Das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Paluten macht auch Reactions, also müsst ihr ihm jetzt alle in den Chat spammen, dass er das sich jetzt anguckt. Und ich würde sagen, wir sind an der Stelle durch. Möchtest du den Pinsel noch auslecken? Möchtest du meinen Pinsel noch auslecken? Macht's gut, haut da rein. Schaut bei Freddy vorbei, da haben wir auch ein wunderschönes Video. Macht's gut, ciao.